Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Genau. Freitag der 13. Und ich bin am Auto-Deko. Und ich bin, weiß nicht, wo bin ich denn? Das ist uncool. Auch in der Nähe mit Autos. Hast du auch ein paar Autos? Ja, Deko und Jasmin sind wieder mit dabei. Wobei Jasmin, oh shit, oh fuck. Kann ich ein Fenster nicht wieder zumachen? Kannst du schon, aber ich würde es dir auflassen. Okay. Damit, wie sagst du, wenn du durchspringst durch das Fenster, kann es eben sein, dass du dich verletzt. Okay. Dass du dann eben extrem langsamer wirst. Ja, das wollen wir nicht, ne? Das wollen wir nicht. Also wie gesagt, so, mach euch einfach alle Fenster auf, die siehst du, dann hast du eben jetzt immer so Escape-Möglichkeiten. Ja. Und immer wenn dieses gemacht wird, hallo, dann kriegt er gerade eine Fähigkeit, kann das sein? Kann sein, ja. Ich meine schon, das habe ich irgendwo gelesen, immer wenn dieses Geräusch kommt, entwickelt er gerade seine neue, also die nächste Fähigkeit, sei es jetzt hier 1, 2, 3, 4, je nachdem, ich weiß gar nicht, wie die heißen, das müsste ich mir auch nochmal angucken. Und kann die dann einsetzen. Ich weiß irgendwas mit Sensor. Ich laufe mal zu dem blauen Auto. Genau. Ja, ich bin ja auch an einem Auto, aber ich bin hier mal wieder alleine. Wurde schon jemand getötet? Nee, ne? Ich bin bestimmt die Erste. Nee, keiner. Nee, diesmal bin ich die Erste. Das habe ich so im Gefühl. Ich bin einfach jetzt, glaube ich, gerade nicht so geil gespawnt. Oh, Healthpack. Ich habe am Anfang direkt schon so einen Arzt-Dingsbums. Ja, Taschenmesser ist da irgendwie besser, finde ich. Hi, Deko, ich bin auch hier. Ja, aber kannst ja beides mitnehmen, ne? Komm mit. Nee, ich muss ja erstmal gucken. Warum seid ihr eigentlich immer zusammen und ich bin immer am Arsch der Welt? Ja, so ging es mir auch die ganze Zeit schon. Ich möchte gerne zurück. Wie kann ich denn hier zurück? Lol, wie kann ich denn hier wieder... Ja, dann nehme ich von mir aus. Ich habe einen Viersitzer. Oh, ich habe jetzt sogar zwei... Ach, man kann zwei Sprays mitnehmen. Ja, bist du hier an meinem Auto? Ja. Ja, da bin ich auch. Okay, Mädchen ist auch hier in der Nähe. Cool. Wir brauchen Benzin und die Schlüssel. Ja. Okay, meine Tür geht nicht zu. Ja, das ist manchmal ist das mega verbuggt. Ich weiß nicht warum. Scheiße, der Killer ist schon wieder bei mir. Nein, bildest du dir nur ein. Ich hab die Autoschlüssel. Nice, ich hab einen Walkie-Talkie. Wir brauchen Benzin. Okay. Benzin. Oh, da ist eine gestorben. Mist. Ist egal, solange wir nicht sterben. Ist alles cool. Polizei wurde gerufen. Oh, nice. Wir machen nicht das Auto, wir überleben jetzt einfach. Wir suchen das Mädchen, komm mit. Ja, aber ich kann nee, ja... Ich bleib jetzt hier drin. Aber wir können ja trotzdem... Ich will mal da nach hinten. Ey, du. Ja. Nee, dreh dich um, wir suchen das Mädchen. Ach so, okay. Wir rotten uns jetzt zusammen zu einem Trupp. Aber ich möchte trotzdem versuchen, das Auto zu kriegen. Da hinten ist noch ein Haus. Da, okay, da war ich schon drin. Ich bin direkt hier an diesem Camp Hillbrook. Da, direkt wo das K ist, da drunter Hillbrook. Ist das Haus. Nee, in die Richtung gehen wir gerade nicht. Scheiße, müssen wir gleich dahin. Aber vielleicht finden wir noch, also ich glaube, gibt es auch Punkte, wenn man Gas bekommt? Ja, genau. Also, wenn man Gas einbaut und oh, da war schon jemand drin. Dann gehe ich mal nach... Also, kannst du... Vielleicht hat er Gas übersehen. Ich gehe mal in ein Haus dahinter. Ich mache viel zu viele Geräusche. Ah. Kannst mal nicht so viele Geräusche machen, bitte? Okay, es ist gerade viel zu ruhig hier. Ja. Viel zu ruhig. Oh, ich hab... Nee, hab ich nicht. Oh Mann, verarsche hier. Ich dachte, ich hätte Gas gefunden. Hast du einen roten Koffer gefunden, was? Ja, nee, so ein roter Schlafsack. Von Weitem. Oh fuck, der ist bei mir. Ja, ich weiß, wo der Killer ist, hab ich gesehen. Mann, wir brauchen Gas, Mann. Wie feuer ich eigentlich die Pistole ab? Mit rechter Maustaste Geduld halten, glaube ich. Fuck! Ich bin die Erste, die stirbt. Okay, wir haben ein Auto, wir haben Auto frei, wir haben Auto frei. Wir brauchen nur noch den Schlüssel hier und... So, ich hab den Schlüssel, aber wir müssen auf Stefka warten. Wo ist denn... Der Killer ist bei mir, das ist so das Problem gerade. Okay. Hau einfach ab, Killer.
Der ist. Ach, seid ich hier? Nee. Nee, der ist immer noch bei Ach, mir. Deko. Hi, Deko. Wie kann ich meine Pistole anwenden? Mit rechter Maustaste Geduld halten und dann mit linker Maustaste ziehen. Also. Fuck! Verkackt! Fuck! Oh mein Gott, ich hab noch ein Messer. Wo bist du? Ja. Ich weiß es nicht. Was ist das für eine scheiß Musik? Ah, jetzt hat die wieder Angst. Komm, schnell. Ich muss ins Fenster. Komm, ja, ich. Ich muss ins Fenster, ich muss in ein Haus, so. Komm raus hier. Ja, aber der Killer ist noch da, ne? Nee, komm raus hier. Ja, ich komme. Boah, dass du keinen Schiss hast, ne? Ich hab gerade mega Angst, dass er kommt. Wir stecken ins Auto, wir versuchen es einfach mal, ja? Okay, aber ich habe absolut keine Waffe mit. Ich hab's noch nie gemacht. Und ich habe noch nicht mal eine Map, ich weiß nicht mal, wo es hingeht. Ich hab eine Map. Ja. Wir müssen geradeaus und dann links und dann wieder links. Einfach links halt. Oh, er ist hier, weggehen. Oh Gott. Oh nein, ich muss raus. Wie kann ich ihn raus? Weiß ich nicht. Fuck. Ja, hör das hier mit. Keine Ahnung, ob das was bringt. Oh nein, hat jemand ein Heil-Dings oder so? Irgendwas zu machen? Ja. Warte mal, wie mache ich das? Ganz nah an dir. Warte, bleib stehen. Ja, bleib stehen. So. Danke. Bitteschön. Dankeschön. Los. Und. Los. Ja, wir müssen hier raus erstmal. Ja, ich gehe raus. Okay, wir müssen Fuck! Er ist bei mir. Zu der Hauptstraße. Wo bist du? Wieder im Haus drin. Okay, warte mal, komm hier rein. Verpiss dich, Junge! Ja, die Musik ist cool. Oh, er ist irgendwo anders? Lass mich in Ruhe, lass den kleinen Fetti in Ruhe. Ist in die Autoschlüssel drin? Nee, ich hab. Oder? Nein. Ja, kannst du fahren? Nee, ich kann nicht fahren, ich kann nicht reingehen. LOL! Mietje, komm zum Auto, Jasmin? Ich bin tot. Ernsthaft? Nee. Ey! Fahr ich weg! Oh nein! Oh Kacke, ja, der war die ganze Zeit bei mir. Ich glaube, man muss echt die ganze Zeit im Haus bleiben. Ach, und du darfst nicht gegen den Killer fahren, Deko, ne? Ja, ich fahr zum ersten Mal. Links. Ist links hier? Ja, da! Ja, das ist links. Das ist tatsächlich links. Geradeaus. Ich hab so links. Nein. So, weiter. Oh mein Gott, pass auf, der ist da! Oh mein Gott, rückwärts! Steig aus! Ich will nicht aussteigen! Oh nein! Weg mit dir! Husch! Oh nein! Fahr geradeaus! Der teleportiert sich. Ja, fahr geradeaus. Oh mein Gott, der ist links von uns. Oh mein Gott. Wo lang? Warte, geradeaus, fahr geradeaus. Schön auf dem Weg. Aber ganz weit weg. Schön auf dem Weg. Und jetzt gleich, wenn... Und jetzt nach links. Da auf der Straße nach links. Nach links. Ist es links? Ja, es links? Oh mein Gott. Glückwunsch. Oh, wie krass. Oh mein Gott. Ja, das war gerade... Ich glaube, also... Das, was ich immer mache, wenn der Killer bei mir ist in der Nähe, ich hau immer in ein Haus rein. Und ich gehe nicht sofort raus. Ja. Ich spiele so ein bisschen mit denen. Ich warte. Also, er schlägt die Tür ein. Bis er drin ist. Genau. So, ne? Und genau. Dann ist so, dann durchspringen. Ja. Das ist. Boah, ey. Mann, Scheiße. Weil, Mann. Ja. Das hier tot ist, Mann. Ach, Mann. War das dein erstes Mal, dass du überlebt hast? Von wem jetzt? Von dir. Ja. Mein erstes Mal, der definitiv. Oh, die kommen auch raus. Glaube ich. Die haben auch ein Auto, ja. Die haben auch ein Auto. Ja. Tommy Jarvis, der geht auch raus. Gibt's noch welche Spiele? Nee. Oh, krass, ah. Das war aber auch ein krasses Spiel, finde ich. Irgendwo. War ein bisschen anstrengend, aber hat Spaß gemacht. Ich glaube, vielleicht sollten wir uns am Anfang direkt treffen. So Sachen mitnehmen, ja, die wir wissen. Ja, aber das Ding ist ja, also, wir wissen ja nicht, wo wir sind. Ne? Also, Da ist mir noch ein bisschen. Ja, du hast recht. Ich
weiß auch nicht, so, wenn ich sage so, ey, ich bin da und da, so, dann wisst ihr immer noch nicht, wo ich bin. Ja. So. Also wir können uns nur suchen, wenn wir eben eine Map haben. Ja, aber eins merke ich schon, ihr gebt, also meiner Meinung nach, ihr gebt mir unglaublich gute Tipps. Schon. Wo ich sagen würde, das würde ich jetzt nicht machen oder das mit dem also hier beide, ne? Wäre das mit dem Killer oder jetzt mit dem Survivor jetzt. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, alleine wäre das jetzt nicht so gelaufen. Garantiere ich euch. Ja, cool. Ist scheiße, dass wir Mienchen nicht mitnehmen konnten. Naja, ist ja nicht schlimm. So Mienchen greift immer in voll Panik so und dann rennt sie einfach irgendwo hin. Ja. eigentlich ja mega süß, und denkst, ne? So, hallo, ja. Das war so, sie rennt einfach weg und denkt, hallo. Ja, wobei bei Dead by Daylight macht man das ja eigentlich auch, ne? Da rennt man ja. Ja, aber wenn du eben halt keine Waffe hast oder sonst irgendwas, hier gestern war auch so ein Spiel, wenn du eben halt die Pistole gehabt oder die Gewehr gehabt. Ja. Und dann wären wir beinahe entkommen und dann kommt der Typ und greift in das Mienchen so, ne? Ja. Und tötet da sie, weißt du? Und Mienchen so, warum hast du mich nicht gerettet mit der Pistole? So, ja. Hier mit dem Gewehr erschießt du eben halt Leute. Ja, du kannst auch, das habe ich mal im Let's Play gesehen, das fand ich richtig krass, da hatte der Killer, der Jason, hatte jemanden in der Hand, ne, wollte gerade töten und der anderes Überlebende, der wollte den Stun mit dem Gewehr, hat allerdings den Überlebenden getötet, meinst du das? Genau. Boah. Das darfst du nicht machen. Nee. Oh, das ist okay. Richtig kacke. Warte, glaube ich, aber da wäre ich jetzt ganz ehrlich, hätte ich das nicht gewusst, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Ich hätte knallhart. Ja, ich dachte, ich würde das ja. Also, man denke, dass man das richtig machen würde. Wir haben wieder Superman. Superman, hatten wir den schon mal? Ja, der war gerade auch mit dabei. Der war auch. Oder? Ach, ich habe euch übrigens jetzt mal hier im Match gemutet. Wenn ihr nämlich was im Match sagt, dann höre ich euch doppelt. Ah. Hm. Okay. Ich weiß ja nicht, wie es gerade bei euch war. Also, mit T spricht man, ne? Wenn man T gedrückt hält, oder? Ja. Ja. Aber ich habe kein Headset eben da drin oder so. Okay, ja. Aber ich bin so froh, dass ich... Okay, ich bin nicht der Killer. Ich habe nicht diese Maske, glaube ich. Ich auch nicht. Oder? Nee. Okay, ich bin an der Scheune. Ich bin am Auto mal wieder in der Nähe. Ich bin Nähe, was? Ist es, Evergreen Camp bin ich. Ich kann hier leider nichts lesen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin an irgendeiner Scheune. Kannst du keine Straße lesen oder irgendwas? Oder Camp oder irgendwas? Nee, oh Gott, es leckt gerade bei mir. Oh, ich habe Musik. Welche so? Düt. Nee, das ist nicht der Killer. Also, yes. Ich bin am großen Haus. Ich glaube, das ist eine ganz schlechte Idee. Ich rufe Polizei an. So am Ende? Ja, auf jeden Fall. Oh fuck, er ist bei mir! Okay. Ja, ich bin die Erste, die tot ist. Oh Mann. Also bin ich jetzt Tom Dings vom. Oh mein Gott! 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 Tschüss! Tschüss! Ich will nicht sterben! Müssen zwei sterben und der zweite kommt denn. Oh mein Gott! Stefka, was ist los? Der war gerade bei mir. Ach, fick dich doch. Entschuldigung. Nein, ich will nicht sterben. Nein! Ich bin so ein dummer... Nein. Mach zu. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ah. Gar nicht dunkel oder so. Mm-mm. Scheiße, ich habe auch nichts, womit ich mich wehren kann, ne? Ja, ich finde meine Waffe auch gerade nicht, die ich abgelegt habe. Scheiße. Ich geh jetzt ins gelbe Haus. Schon mal. Ist hier alles dunkel. Gott, ich bin gerade so aufgeregt. Der ist bei mir immer noch. Ich glaube, der ist bei mir. Ich weiß es nicht. Aber ich habe so eine blöde Musik.
muss mich mal einmal AFK hinstellen. Vielleicht wieder da. Von der Waffe. Mann. Waffe gefunden. Ich hab ein Holzbalken, irgendwas, keine Ahnung. Oh, Cracker habe ich auch. Oh Gott, der ist nicht mehr bei mir. Der hat mich verloren. Der kommt jetzt her oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, war das knapp. Oh Gott, kommt der jetzt hier her? Ich weiß es nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, wo der ist. Ich hab einen Baseballschläger. Oh Gott, war das gerade knapp. Oh. Oh, ich habe einen Spray gefunden. Her damit. Danke. Oh, noch ein Spray. Bist du hier in der Nähe? Nee. Oh mein Gott, mach doch die Tür nicht zu. Mädel. Nee, ich bin gerade, ich keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin da, wo er gerade war. Und wo das war, kann ich dir leider nicht sagen, weil ich das nicht weiß. Oh Gott. Wo bist du gerade? Und dann unten. In diesem gelben Haus. An dem großen? Ja, ich bin aber jetzt raus, weil okay. Der Killer in der Nähe ist. Okay, ich habe eine Map gefunden. Gott sei Dank. Okay, ich bin. Ja, ich bin über dem roten. Mein Gott. Ich gehe jetzt auch weg. Hier bist. Ach so, dann bist du hier der Punkt. Warte mal. Ich weiß es gar nicht. Oh, ich hab. Wow! Was ist unnötig? Ihr seid hier bei mir in der Nähe übrigens. Ich habe die Fuels gefunden. Die Fuels, am gelben Haus ist das Telefon. Am gelben Haus? Ja. Dann gehe ich jetzt dahin. Ja, das ist gerade bei mir. Okay. Hör ich so eine Musik, so klack. Ja, die Füße muss ich draußen irgendwo reintun, ne? Genau. Jetzt ist allerdings ist er jetzt weg. Mein Gott, ja. Dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Ich bin auch voll ruhig, man merkt's. Hör auf zu rennen, Superman. Also das Telefon ist auch in diesem weißen Haus. Ja, genau. Okay. So, ich gehe jetzt einfach mal hier, damit ich mich jetzt hier nicht verrate. Wow. Ah, ich hab's gefunden. Danke, Deko. Okay, oh Gott. Oh, Tasche. Oh nein. Nice. Oh Gott, du bist hier bei mir in der Nähe. Fuck! Ich bin in den Trap gefahren. Nein! Fuck! Oh nein, der hat mich. Mann. Ah, scheiße, ich bin tot. Ey, der hier ist noch eine Trap. Willst du mich verarschen? Oder geht sie wieder auf? Nee. Der wird bestimmt mehr hinstellt. Der kommt jetzt gleich zu dir. Oh, du kleine Drecksau, Alter. Du kannst aber auch nichts gegen die machen, ne? Nee. Jetzt stellt ihr die da wieder hin. Oh, ich hab Benzin gefunden. Wo ist denn der Killer? Kann das hier einer sein? Im Weißen Haus! Im gelben Haus, sag mal weiß. Ich bin so tot, Alter. Ich bin so. Okay, das ist gut. Das ist nicht gut, das ist Kacke. Fuck! Nein, ich hab mich nicht. Ich hasse das! Nicht schwimmen gehen. Ja. Und joggen jetzt. Nicht permanent rennen. Oh Gott, renn! Ich kann hier nicht durch! Das ist dein! Nein. Oh, du kleine. Mein Gott! Kill mich doch nicht so, Das ist nicht nett. Ganz schnell E drücken. Oh. Ich habe aber absolut gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Geh weg! Joggen.
Also es geht deine Dings zu schnell weg. Okay. Ach, was zum Teufel? Oh Mann. Alter, gibt er mir voll die Kopfnuss. Was ein Typ, Da steht er noch. Guck nicht so kacke. Geh weg. Wir brauchen nur noch Schlüssel. Aber das ist. Ah, krass. Okay, ich guck dir jetzt auf jeden Fall zu. Oh. Ja, ich bin auch dabei. Dead Body. Ich glaube, das war mein. Ja, ohne Kopf. Wow. Ich habe ihn gerade gesehen. Da. Oh, du hast eine coole Jacke an. Einen coolen Pulli. So, weißt du was? Ich warte jetzt, bis Polizei kommt. Mir egal. Nee, kommt ja nicht. Nicht. Das ist ja. Ich hab's ja nicht gerufen, ich hab's ja nicht geschafft, weil da gefühlt 10.000 Fallen vorstanden. Ja. Aber die hat auch den bunten Pullover an. Aber du kannst gegen die Fallen nichts machen, außer den Taschenmesser zu benutzen. Und vor allem, wo ist denn, wie unfair ist das denn bitte, dass er zwei Fallen aufeinander legen kann? Ja. Oder drei oder so, ne? Das ist echt krass. Komm, bitte hab den Schlüssel. Also das finde ich, weiß nicht, müsste man vielleicht nochmal überdenken, dass man das vielleicht anders regelt, aber das finde ich krass. Doch. Ja, ich finde, man könnte die Imtet entschärfen können. Natürlich könnte die Imtet ein optisches Signal bekommen, aber dass man die entschärfen kann, ist ja super. Ja, genau. So wie bei Dead by Daylight. Also vielleicht braucht man irgendwie ein Tool dafür, aber nicht das Taschenmesser. Ich finde das Taschenmesser so stark, weil wenn er dich in der Hand hat, das ist eigentlich nur das Einzige, was du benutzen kannst, damit du da wieder wegkommst, oder? Ich wusste ja nicht mal, dass du Taschenmesser dazu benutzen kannst. Dead by Daylight hat angekündigt. Dead by Daylight Summers. Ja, kacke. Ja, bitte? Ich weiß, der ist am Auto. Der ist nicht hinter dir. Alles gut. Mhm. Mein Magen knurrt. Also irgendwie, guck mal, so ein süßes Mädchen, was hier rumläuft mit einer Machete, muss man auch nicht verstehen, ne? Mit einer Machete und einem bunten Pulli in der Hand, angezogen und eine Machete. Ja. Ich weiß nicht, was wollt ihr denn machen? Wollt ihr jetzt, das Auto, also hat das Auto schon alles? Also sind da schon die ganzen Sachen, die man braucht? Also die fahren schon, also der Edel fährt schon und der Eno Will grad versuchen. Das kann ich gar nicht einsehen. Jetzt steckt er ein. Schön die Tür erstmal zumachen, bevor du rausgehst. Ja, Sicherheit geht vor, ne? Absolut. Warte mal, wo fahren die denn lang? Nee, ich würde da nicht hin, dass er Jail. Ach nee, ich mach das nicht zu Not, weil er mich killen. Ich will die Polizei versuchen anzurufen. Aber da brauchst du meine Fuels und die sind, bei mir an der Leiche. Und die Leiche ist irgendwo im Wald. Ja, und vor diesen Generator da, vor den Telefonding. Sind mindestens zwei Generatoren. Ja, mindestens zwei. Also brauchst du gar nicht, kannst du ja noch nicht mehr entschärfen. Du kommst ja gar nicht hin. Das ist die Kacke. Okay, du bist doch die Einzige. Oh, sie ist die Einzige, mein Gott. Okay, Jasmin, kriegst du hin. 8 Minuten musst du überleben. Und dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Aber, also, du bist nicht die Erste, die jetzt tot ist. Ja, ich habe jetzt auch einen anderen Charakter. Die ist, wie sagt man? Oh. Fuck. Oh. Was soll ich machen? Soll ich jetzt hier warten oder wie? Nee, soll er mich töten? Sonst ist das auch langweilig. Nee, Spiel ruhig, richtig. Also, versuch irgendwie, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was könnte man noch in dem Spiel machen. Man kann jetzt mit dem Auto wegfahren. Oder, ach nee, das Auto ist jetzt schon weg. Nee, das Auto können sie noch fahren. Okay. Ach, du bist übrigens nicht die Einzige, die... Das ist noch jemand, der lebt. Echt? Ja. Nee, bin ich. Games Arc. Echt? Uh-huh. Ich bin gar nicht. Über deinen Namen, aber du... Ja. Ich hab ein Taschenmesser. Das ist cool. Dann kannst du... Also ich habe das gerade so gemacht, oder vorhin, als er mich gehabt hat, habe ich einfach auf da, wo das Taschenmesser ist, gedrückt. Und dann bin ich los... Also von ihm weggekommen. Ja, ich stehe jetzt hier. Falls der reinkommt, kann ich den einmal stunnen und dann gehe ich da hin, nämlich aus dem Fenster. Weil er ist ja hier in der Nähe und ich mache jetzt hier erstmal wieder das Licht an. Okay. Der Stromkasten ist ja hier irgendwo. Ah, die Tür ist gar nicht abgeschlossen. Oh.
Ich glaube, er stellt da irgendwo Fallen. Ja, ich hab's auch. Hast du es gehört? Irgendwas war da. Oh mein Gott! Hier, er ist drin. Er ist drin. Okay. Warte noch. Er muss sich ja suchen. Das stimmt. Er kann nicht im Haus sehen, wo du genau bist. Auch nicht mit dem. Auch nicht mit zwei? Ich weiß gar nicht. Oh oh. Jetzt warte noch. Warte noch. Oh mein Gott. Der hat Angst rein zu. Fuck you! Hä? Ich hab den noch getroffen. Wahrscheinlich, ja, weil. Der hat den blockt oder so, keine Ahnung. Ja. Hello. Oh, jetzt spielt er mit dir. On your knees. Now. Now. Der sagt, du sollst auf deine Knie gehen. Aber das machst du bitte nicht. Oder? Geht das überhaupt? Oh. Nee. Oh, jetzt nimmt er, der soll dich mal in die Hand nehmen. Also, dich nicht so draufschlagen. Damit du dich noch wehren kannst. Weil du kannst vor allem nicht raus. Ja, absolut. Oh, guck mal, die. Wie ich aussieht. Also, wenn ein Killer bei mir wäre, würde ich genauso gucken. Okay, jetzt kannst du auf das Taschenmesser draufklicken. Oh mein Gott. Raus mit dir. Nein, das kann nicht sein. Natürlich bist du auch noch verletzt, ne? Boah, ist das ekelhaft. Kann ich nichts machen. Ja. Oh nein. Dann passt es. Nein! Der wird mich hier töten. Nein! Außer du stehst da noch. Oh, boah, der ist aber, der hat echt ein Head. Oh, wow. Ja. Das geht wirklich. Ja, das oh. Oh, fuck. Warte. Und jetzt? Oh, mein. Alter. Boah, das ist aber. Oh, krass. Was ist das? Aber das ist ja mega gut gemacht. Bei Dead by Daylight hast du ja eigentlich immer nur diesen einen Kill. Der sieht immer gleich aus. Ja. Und du kannst ja hier anscheinend wirklich mit den ganzen Gegenständen interagieren, ne? Voll gut gemacht. Mit Wände, mit Bäume. Mit allen eben, ne? Krass. Ja, cool. Kriegst wahrscheinlich auch mehr Punkte dafür, oder? Ja. Denke schon. Oh, wie viele Punkte habe ich denn jetzt gemacht? Ja, aber ich finde. Mega gut. Ich habe nur 600. 578. Aber ich finde, du bist, Jasmin, am Ende auch noch so richtig schön ruhig geblieben. Ja, ich habe ja gar nichts mehr gesagt. Ja. Ich war geschockt. Aber das kam überhaupt nicht so rüber. Es hat eher so ausgesehen, als wäre so voll konzentriert gewesen. Ja, aber. Ja. Stehst da und wartest einfach. Das war richtig gut. Ich glaube auch, ich habe mal ein Let's Play gehört, das hat mir jemand erzählt. Jeder Charakter kann anders zuschlagen, beziehungsweise ist anders gut darin. Ja, genau. Genau, und wahrscheinlich ist einfach dein. Ich kenne mich aber da nicht aus, aber wahrscheinlich ist die nicht so gut darin. Ich weiß es aber nicht. Ja, ich guck mal, ich hol mir mal einen Perk. Oh, ich starte mit einem Spray. Aber das ist, weiß ich nicht, ob ich das nehmen soll. Okay. Siehst du den kleinen süßen Dicken? Den, wo bist du? Nee, noch nicht. Ja. Okay. Oh, mein Spiel ist gecrashed. Echt? Jo. Warte mal. Dann gehen wir raus. Ja. Bei dir auch? Nee. Aber du bist bei uns noch drin. Was? Dann gehe ich raus. Gehst du auch raus, Deko? Ja, ich bin auch gerade raus. Okay, gut. Dann würde ich ja sagen, aber mache ich jetzt hier erstmal einen Cut. Das war jetzt eine halbe Stunde. Ich glaube, das ist ganz gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns dann bald wieder bei Dead by Daylight oder bei diesem Spiel. Genau. Bis dann. Tschüss. Bye, bye.